Moin Moin, ich stehe hier mit Jonathan Tönsing, dem Senkrechtstarter Nationalspieler in der Hamburger Blindenfußballer-Szene. Wird jetzt gleich mal hier ein bisschen mitkicken, zumindest versuchen. Worauf muss ich denn da jetzt gleich besonders achten, Jonathan? Also am meisten solltest du wirklich aufs Voy achten, weil das Voy kommt aus dem Spanischen, heißt so viel wie ich komme, ich gehe. Und das ist wichtig, damit dich keiner umrennt. Und das werden alle Spieler sagen oder sagen allgemein alle Spieler. Einfach damit man hier ohne große Unfälle Blindenfußball spielen kann. Dann wollen wir das mal ausprobieren. Angefangen so richtig habe ich 2012 hier beim FC St. Pauli und das habe ich unserem Trainer Wolf Schmidt zu verdanken. Der Blindenfußball ist eine, finde ich, in dem Punkt sehr gut, dass es möglich macht für einen Blinden, die Sportart auszuüben, die viele Sehenden und auch Blinden gerne spielen wollen. So, ich durfte jetzt hier ein bisschen mitkicken. Echt eine coole Erfahrung. Wie habe ich mich denn geschlagen? Also, du hast dich wirklich sehr gut geschlagen und das war fürs erste Mal eine sehr gute Leistung, die du hier gebracht hast. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und das ist auf jeden Fall eine Leistung, auf der man aufbauen könnte. Das freut mich zu hören. Also, ich muss sagen, es war wirklich schwierig. Teilweise wusste ich überhaupt nicht mehr, wo der Ball ist. Aber bringt richtig Spaß. Kann ich jedem nur empfehlen und auf Wiedersehen.